Verschwingte Klänge aus Malchin verdeutlichten schon zum Auftakt, worum es am 27. Oktober im HKB Neubrandenburg in Kern gehen sollte. Um Lebensfreude und Lebensqualität auch in schwierigen Lebenssituationen. Die Selbsthilfegruppen standen ganz im Mittelpunkt. Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Neubrandenburg des DHK führte einen Fachtag durch und lud die über 80 Selbsthilfegruppen der Region dazu ein. Diese Finanzierung, alles das machen wir als Selbsthilfe-Kontaktstelle, kümmern uns drum, beantragen das bei den Krankenkassen, die stellen die Gelder bereit, die sind da auch immer sehr viel offen. Ja, und die sind so einfach da, einfach kommen und machen. Selbsthilfegruppen hatten so eine gute Gelegenheit, ihr Angebot bekannter zu machen. Ein sehr wichtiges Angebot, das Menschen in Krisensituationen, zumeist durch Krankheit, wieder Perspektive vermitteln und Mut machen kann. Ein ganz wesentlicher Vorteil ist, dass dort Zeit zum Reden und Zeit zum Zuhören ist. Das finden Sie im Zuge der Behandlung mit Ärzten nicht wieder, weil die Zeit einfach objektiv nicht da ist. Man tauscht sich aus und entscheidend ist natürlich auch, dass man Gelegenheit hat, mitzuerleben, ich sag mal, wie andere Leute im positiven Sinne ihre Situation meistern und ich sag mal auch ein Stück mehr Lebensfreude wiederfinden können und vor allen Dingen soziale Interaktion leben können. So begegnete Besuchern trotz vieler schwerer Krankheiten im Fokus hier keine bedrückende Stimmung zwischen Diagnosen und Prognosen, sondern ein kommunikativer, lebendiger Austausch. So wie es eben auch in den unzähligen Selbsthilfegruppen praktiziert wird. Dass man sie untereinander austauschen kann, neue Leute kennenlernen, die das gleiche Problem, sag ich mal, haben. Und dann findet man andere Leute, die Tipps haben, die sagen, Mensch, mach doch mal das, probier das und einfach Spaß haben. Man muss sich von der Krankheit nicht unterdrücken lassen und dann lernt man was Neues. Wenn man so ganz akut in der Depression ist, dann fängt ein in der Regel Krankenhaus auf. Da ist man erstmal umsorgt, behütet, was ja auch gut und wichtig ist. Aber die Schwierigkeit ist dann nachher der Übergang aus einem langen wöchigen Krankenhausaufenthalt, vielleicht noch über die Tagesklinik, aber dann wieder ins Leben zu kommen. Und das ist oft ganz schwierig. Viele Freundschaften sind weggebrochen, Beziehungen zum Teil auch. Arbeit ist oft nicht mehr da oder es geht mühsam wieder los. Und da sind wir in der Selbsthilfe ein wichtiger Punkt, um sozusagen diesen Übergang wiederherzustellen und nicht, dass die Leute vereinsamen. Ich muss sagen, ich habe mich am Anfang vor 10 Jahren ein bisschen gesträubt, ein bisschen Funktionstraining zu machen, weil man ja immer denkt, man kriegt es alleine hin. Aber nachdem ich dann angefangen habe in der Gruppe 2005, muss ich sagen, habe ich gemerkt, dass es mir gut tut. Erstens mal die Therapie. Wir machen jeden Mittwoch hier in Neubrandenburg im Klinikum 1/2 Stunde Trockengymnastik und 1/2 Stunde Wassergymnastik. Und das ist für Bechterew natürlich sehr, sehr wichtig. Wir haben ja die 3 Bs. Bechterewler brauchen Bewegung, Beratung und Begegnung. Also bei uns geht es bei der Begegnung nicht nur um die Krankheit, sondern auch, dass wir mal zusammen bowlen gehen, dass wir mal wandern und dass man auch mal ein bisschen Freizeit miteinander verbringt. Und ich muss sagen, nachdem ich die Selbsthilfe kennengelernt habe und die Gruppe Neubrandenburg, für mich hat sich der Gesundheitszustand dadurch wirklich enorm verbessert. Krankheitsbild, Ernährung, Sport. Diese Zusammenhänge bildeten den inhaltlichen Leitfaden zu vielseitigen informativen Fachvorträgen, die den ganzen Tag die Präsentation der Selbsthilfegruppen begleiteten. Außerhalb solch eines Fachtages informiert die Selbsthilfe-Kontaktstelle jederzeit Suchende über bestehende Selbsthilfeangebote. Und sie hat sich auch der Erweiterung des Angebotsspektrums verschrieben. Die Initiative zur Gruppengründung liegt immer bei den betroffenen Menschen. Und wenn sich jemand zusammenfindet und Mitstreiter sucht und findet, um eine neue Gruppe zu gründen, die es bisher noch nicht gibt, dann erfährt er von der Kontaktstelle und vom Beirat alle Unterstützung.